sein. Ich bin der Ömer Herbert und bin der Festkoordinator für eine Festveranstaltung hier am Hallstätter See in Goisern, Bad Goisern im Weltkulturerbe Hallstatt-Dachstein. Diese Festveranstaltung lautet 500 Jahre Seeklause. Diese Seeklause ist heuer 500 Jahre und ist immer noch, wird immer noch so betätigt wie vor 500 Jahren. Das ist ein einzigartiges Stück. Daher machen wir eine Festveranstaltung, bauen draußen am Land ein Klaustor nach, und wo jeder durchgehen kann, kann sich das besichtigen, wie das vor 500 Jahren gezimmert wurde. Die Handwerkskunst aus dem Salzkammergut war ja berühmt, und da sieht man eben einfach die Wasserbaukunst der Salzkammergütler bis vor 500 Jahren schon war. Außerdem haben wir bei der Festveranstaltung, wird eine Sondermarke herausgegeben. Es kommt Blasmusik, Gesangsverein, verschiedene Veranstaltungsreigen. Ein Schmied macht alte Biernägel, wie man es früher braucht hat. Die Röhrendreher für die Sohleleitungsrohre, die aus Holz gemacht wurden, die sind auch da, die tragen da so Röhren durch. Das sieht man auch, kann man sich alles anschauen da. Darum hoffe ich, dass ihr am Sonntag, den 31.07. da zum Stegwerk kommt und schaut euch das an. Der Hut ist der Graf Seeau Hut. Graf Seeau war der Bauer dieser Klause. Zu Ehren haben wir diesen Hut kreiert. Und der wird ebenfalls am Samstag von der Hutmacherei Leitnerbauer aus See vorgestellt und zum Verkauf angeboten. Ich setze ihn jetzt auf und seht es, wie er ausschaut. Der Graf Seeau Hut kommt, holt sein Korn. Eine sicher feste Veranstaltung, volksmusikalisch und alles drum und dran. Im Weltkulturerbe Hallstatt-Dachstein.